Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Oxygen Not Included 100k Challenge. So, es ist immer noch kalt, außer in der Base, da ist warm. So, wir haben einen Hatch. Wir haben es letzte Folge geschafft, einen Hatch zu finden, nachdem wir hier unten gebuddelt haben wie wild. Sehr coole Geschichte. Und warte mal, wir haben hier gerade Rohöl gefunden. Wo ist das denn jetzt drinne? Bei verbrauchbares Erz? Nein. Flüssigkeit? Nein. Verflüssigbar. Chlor, Rohöl. Okay, warte, wir müssen mal kurz gucken. Wir haben ja hier die Dinge auf verflüssigbar stehen. Da müssen wir natürlich Rohöl rausnehmen. Schachtels! Ein Jahr! Schachtels, vielen lieben Dank. Für ein Jahr. Abonnement. Danke, danke. Und der Onkel Michi, 200 Bits. Hallo, danke. So, Rohöl müssen wir hier rausnehmen, weil, hier war sogar schon Rohöl drin. Guck es dir mal an. Da sind die ganz schnell. Da sind die ganz schnell. Okay, pass auf. Wir machen jetzt hier Rohöl rein. Rohöl, Rohöl. Gib ihm. So. Schachtels hat das Jahr voll. Yeah. Nice, nice. So, jetzt müssen wir hier auf die Temperatur achten. Minus 159,9. Dann haben wir jetzt hier 3480 Kilo drin. Ja. Also wenn es in dem Tempo weitergeht. Der Onkel Michi, danke nochmal für 200 Bits. Wie geht's dir? Gut. Alles bestens. Ich kann mich nicht beklagen. Außer, dass ich mich gerade wundere, dass das hier so ultra langsam geht. Weil guck mal hier, da gehen 0,5 Grad gehen da weg. Die sind futsch. Hey, also da. Also wir sind jetzt hier in Folge, weiß ich nicht wie viel, aber vor Folge 50 wird das aber nichts hier mit dem Öl. Na gut, ne? Aber warum? Der Lagerbehälter wird auf jeden Fall wärmer. 16,1, 16,2, das funktioniert. Aber warum? Oder bringt es vielleicht was, wenn ich den jetzt zerlege? Dann liegt dieser Klumpen Rohöl direkt am Radiatorrohr. Könnte das was bringen? Vielleicht den Behälter aus einem anderen Material. Ach, was habe ich den denn gebaut? Aus Sandstein. Wir könnten den aus Sedimentgestein machen. Thermisch reaktiv heißt relativ wenig Energie für die ändernde Temperatur. Erwärmen und kühlen sich also schnell ab. Vielleicht aus Sedimentgestein tatsächlich. Okay, warte mal. Wir testen es mal. Also wir haben jetzt hier in, keine Ahnung, 3 Minuten... 0,3, das ist ja gar nichts. Das ist ja absolut gar nichts. Muss das nicht außerhalb liegen? Ja, keine Ahnung. Es bringt halt nichts. Ich habe gedacht, dass sich das tatsächlich ein bisschen schneller aufheizt. Der Wärmeübertrag durch die Luft ist beim Abtauen sehr ungünstig. Ja, das verstehe ich. Das verstehe ich, aber so schlecht. Ach Mann. Ah, wie kriegen wir das Zeug denn geschmolzen? Wärmeplatte noch dahin. Wärmeplatte. Wo haben wir die denn? Möbel, Medizin, Veredelung. Wahrscheinlich bei Klima. Wärmetauschplatte. Das können wir machen. Warte mal, aus was machen wir das? Aus thermisch reaktiven Sedimentgestein. Das ist gut.
Dann machen wir hier noch eine Wärmetauschplatte. Ich meine, das hat jetzt 0,1 Grad, seitdem ist hier Licht. Die Wärmekapazität der Luft ist auch sehr, sehr, sehr klein für die Menge an Ruhe, die da liegt. Verstehe ich. Verstehe ich. Aber wir brauchen ja auch Öl und nicht nur ein bisschen. Kommen wir noch dazu. Das sind ja auch 3 Tonnen, die du aufheizen willst. Ja. Von nichts kommt nichts. So. Vielleicht noch mal mit dem Helder probieren und mit einer kleineren Menge beginnen. Das Problem ist, wie kann ich denn einstellen, dass da eine kleinere Menge nur reinkommt? Da habe ich ja gar keinen Einfluss drauf, wie viel die da reinlagern. Die lagern ja alles rein, was ich habe. Das ist halt aktuell das Einzige, was ich habe, die 3480 Kilo. Und es ist gerade mal ein Ölklumpen da unten. Aber ich will halt auch ehrlich gesagt jetzt hier nicht noch, keine Ahnung, 200 Zyklen warten, bis wir mal ein bisschen Öl geschmolzen haben. Also gefühlt geht es mit der Platte schon etwas schneller, aber halt auch noch nicht so schnell. Das Lager kann man begrenzen, glaube ich. Ach so, hier. Jo, tatsächlich. Also selbst wenn ich jetzt nur beispielsweise 100 Kilo da reinmache und diese 100 Kilo dann schmelze. Ins Wasser werfen und Flüssigkeit filtern. Ja, das ist halt die einzigste Möglichkeit noch, ne? Direkt Wasser drauf, Öl schmilzt ja ab minus 40 Grad. Das Wasser kannst du, das wird dann fest und kannst du easy abpumpen. Okay, wir versuchen es mal. Wir versuchen es mal. Es nützt ja nichts. So, pass auf. Machen wir jetzt einen Auslauf hin. Isoliertes Rohr. Wir lassen es einfach mal da drauf tropfen. Mal gucken, wann es schmilzt. Oder ob das dann, ob das schnell geht oder nicht. So, Attacke. Oh, minus 159,1. Warte mal. Wir reißen den ab. Dass er hier unten drinnen liegt. Im Wasser. Oder? Ah, ich habe keine Ahnung. Ja, das Eisenerz, die 100 Kilo gehen schnell. Rohöl. Oh, jetzt geht's auch schnell. Guck mal. 58,5, 4, 3, 2. Das ist gut. Nehme ich. Dann machen wir jetzt hier mal so ein paar Kilos rein und dann warten wir mal ab, oder? Okay. Naja, wenn wir einmal ein bisschen flüssiges Öl haben, dann können wir mit dem Öl das nächste Öl schmelzen. Das ist kein Ding. Wir wollen ja dann eh eine Metallraffinerie machen, wo das Ganze dann noch aufgeheizt wird. Das geht schon. Wir müssen es halt erst einmal geschmolzen bekommen. So, jetzt haben wir hier 300 Kilo Wasser drin. Wir machen mal aus. Wir warten mal ab.
geht. Geht relativ zügig, glaube ich. Aber das Wasser geht halt auch relativ zügig runter. Wir könnten hier noch einen Wasserheizer reinmachen und das Zeug richtig auf fast 100 Grad knallen. Wollen wir das machen? So eine Flüssigkeitsheizung hier drauf. Einfach mal machen. Wir machen das mal. Zieltemperatur 85 Grad. Gib ihm. So, wo ist es? Da ist das Rohöl. Minus 151,6. Am besten testen wir. Wanna, Hallöchen. Und läuft, was läuft? Hier aktuell läuft noch nicht so. Okay. Nicht in Flüssigkeit unter... Alter, was? Zu wenig Wasser? Dann müssen wir halt eine Schicht hochmachen. Nützt nix. Ich versuche hier verzweifelt Rohöl zu schmelzen. Das funktioniert noch nicht so ganz. Also ganz ehrlich, so viel Methan wie hier runtertropft, ne, müsste hier ein See sein. Aber irgendwie ist hier einfach nichts. Hier liegt halt auch alles voll, ne? Na, alles, ja, eigentlich schon. Also ich kann mich nicht beschweren. Weißt du, was mir für eine Maschine fehlt? Eine Item-Heizung. Einfach eine Item-Heizung. Wo du sagen kannst, du legst, keine Ahnung, 100 Kilo rein und dann geht der Strom rein und dann wird es warm gemacht. Fertig. Was macht unser Hedge, der Kollege? Haben wir eigentlich Eier? Nö, null. Also wir könnten ja hier schon mal Hedge-Eier auswählen. Und die brutzeln. Mal, hier könnten wir schon mal Leiterkabel legen. Weil wir brauchen eh bald hier Leiterkabel. Da ist nämlich Feierabend hier mit der... mit den normalen Kabels. So, ich hoffe mal, der geht an. Zieltemperatur erreicht. Ah, er funktioniert anscheinend jetzt schon. Okay, warte mal, dann können wir ausmachen. Wir müssen halt dann auch gucken... Der Onkel Michi, vielen lieben Dank für dein Abo. Hallo. Zweiter Monat. Liebe Grüße zurück. Wir müssen dann halt auch gucken, dass wir das hinterher wieder rausfiltern. Ne? Ein Heizschrank, ja, so ungefähr. Kein Kühlschrank, sondern Heizer. Leg's halt rein. Oder halt so ein Lagerbehälter mit Stromanschluss, wo du sagen kannst, Materialien auf 50 Grad. Und dann pumpt er da halt, keine Ahnung, 280 Watt rein und dann dauert das halt ein bisschen. Ah, so ist doch doof. Oder? Ich weiß nicht. Weil ich muss halt ein größeres Becken machen, wo ich einfach, keine Ahnung, so 10 von den Lagerwäldern nebeneinander machen. In jeden nur so 100 Kilo Öl rein und dann Radiatorrohre dadurch. Doppelt. Könnte auch gehen. Haben wir deutlich mehr Fläche. So. Aber jetzt haben wir ja schon hier ein paar Grad geschafft. Wir sind bei 137,6. Also minus 137,6. 3, 2, 1. Es wird. Irgendwann wird es. Wir lassen es einfach jetzt so laufen hier. Der Flüssigkeitswärmer, der regelt das schon. Und irgendwann schwimmt hier halt eine Schicht Öl drauf rum. Mein Gott. Dann müssen wir es halt wieder Sortierpumpen. So, da wir unsere Base immer noch nicht erweitert haben, können wir immer noch keine Leute einziehen lassen und wir nehmen Pufflet-Eier. Ich glaube, ich hatte das schon mal gefragt. Können wir die züchten? Bringt uns das was? Ich glaube nicht, oder? Pufflet? Die machen halt nichts. Die machen aus verschmutztem Sauerstoff Schleim. Theoretisch könnte ich da Algen draus machen und daraus dann wieder Sauerstoff.
Aber wir haben eigentlich kaum verschmutzten Sauerstoff. Puffprints, die können aus Chlorgas Bleichstein machen, so wie es aussieht. Nur Sauerstoffoxylid. Blitzblankpuffs machen aus Chlorgas Bleichstein. Kompaktpufflet-Ei ist Sauerstoffoxylid. Brauchen wir das? Keine Ahnung. Wir lassen die mal liegen. Die brüten ja so ein bisschen von alleine vor sich hin. 7% pro Zyklus. Lasse kommen. Dadox, hi. Du wolltest die Hedges auch noch einheizen. Ah ja, stimmt. Wir brauchen eine Heizung für unsere Hedges, Freunde. Wir haben es hier relativ frisch. Es ist okay, der Hedge überlebt minus 10 Grad. Damit kommt er zurecht. Aber es ist auf jeden Fall zu wenig. Wir machen mal hier hinten jeweils eine Heizung hin, würde ich sagen. Dann schließen wir das jetzt hier mit ans Leiterkabel an. So. Und dann würde ich sagen, machen wir hier einen Thermosensor hin, den wir hier so zwei Felder daneben machen. So. Stellen wir den gleich auf 20 Grad oder so und fertig. Passt ja schon. Es zieht schon irgendwann durch. Es geht. So. Leiterkabel. Das heißt, wir müssen jetzt hier die komplett. Ach du Scheiße, müssen wir das komplette Bauwerk jetzt hier. Ey, das ist blöd. Warte mal, das machen wir anders. Wir machen jetzt hier. Mal jetzt hier so. Und zerlegen den Knotenpunkt hier. Beziehungsweise die zwei Ecken. Und verbinden das hier. So, und wir verbinden das so. Wenn wir das jetzt alles mit Leiterkabeln austauschen, dann gute Nacht. Der Brutschank brütet. Oh, der Brutschank brütet. Ja, nice. Habe ich ja gar nicht gesehen. Bebrütung 12%. Nice. Grundausbrütungsrate 5%. Schlaflied 20%. Ja, nice. Singt dem Hedge was vor, dann wächst er schneller. Ach, herrlich. Okay, und er produziert schon fleißig Kohle hier. Guck mal, da hat er schon Küttel gelegt. Ach, ist das schön. Ach, ist das schön. Es beginnt die Tierzucht. Herrlich. Das sind ja auch 3 Tonnen mit wenigen Kilo Wasser. Ja, ich weiß. Luft heizt sehr schlecht. Ja. Ja gut, hier drinne ist es ja egal. Das kann ja über lange Zeit gehen. Wir müssen ja hier sowieso so eine Grundtemperatur drin halten. Das passt schon irgendwie. Da kommen wir schon klar. Ich denke mal, wir haben ja hier auch. Hier ist halt so ein bisschen Kältebrücke, ne? Hier müssen wir. Da wurde mir auch schon gesagt, ich soll hier Radiatorrohre einfach herlegen, aber dann geht mir, glaube ich, zu viel Temperatur flöten auch. Deswegen bin ich da noch nicht so der Fan von. Wie sieht es jetzt eigentlich hier aus? Kein Strom. Warum nicht? Warum kein Strom? Oh, hier. Oh. Muss ich dazu noch was sagen? Okay, auf was steht denn das Ding? Wenn unter. Machen wir denn 20 Grad? Ja, ne? Wenn unter 20 Grad, grünes Signal, fertig. Warte mal, Einstellung übertragen. Zack, zack. Ja, das denke ich mal. Wir gucken mal, wie es läuft. Das erhitzt es bis alt und grau. Ne, der Strom ist noch nicht überlastet. Das geht noch. Also wir müssten zwar dieses Kabel hier mal auswechseln. Das ist halt ellenlang, ne? Ja, hier oben, das ist halt schon. Wie viel haben wir denn noch? Wir haben 6300 Eisen noch. Aber wir müssten das mal separieren, dass zum Beispiel.
wir die Ecke hier oben? Was hängt denn da dran? Lass mal kurz abchecken. Also wir haben hier 240 Watt dran. Dann haben wir hier oben, dadurch, dass der Filter mit dran ist, 480, 580, 600. Dann haben wir hier noch 840, 850. Wenn ich das jetzt hier mit dran hänge, dann haben wir hier nochmal 6, 27, 840, 69. Könnte so gerade hinhauen. Wir könnten das hier abklemmen und hier mit dran schließen. Dann müssen wir aber hier alles in Leiterkabel wechseln. Dann können wir es auch gleich machen. Das ist alles scheiße. Ah, komm. Irgendwann müssen wir damit anfangen. Es nützt ja nichts. Müssen wir mal schauen, dass wir schon mal hier die unnötigen Sachen wegmachen. So, zerlegen. Also haben wir noch 3900 Kilo. Naja. So, Hallöchen. Danke Twitch für die Benachrichtigung. Nicht Hallöchemiefeu. Sei gegrüßt, mein Lieber. Ah. Manchmal macht das Twitch, manchmal nicht. Je nachdem, wie es Lust hat. So, hier unten heizt sich das auf jeden Fall schneller auf wie hier oben. Das liegt aber am Kohlendioxid, ne? Theoretisch müssten wir hier eine Kohlendioxidgrube machen. Hört sich blöd an, ist aber so. Zerlegen und graben. Luftdurchlässiger Ziegel. Bams. Ansonsten staut sich nämlich das Kohlendioxid hier unten und die Kollegas ersticken. Das wäre nicht so geil. Und jetzt haben wir eine Grube, wo das Zeug reinströmt und verschwindet. Wenn nicht gerade Erdgas drin ist. Ach Mann. Ach Mann. Warum ist hier so viel Erdgas? Was soll das? Was soll das? Warte mal ab, vielleicht bringt's ja was. So, wir könnten nebenbei auch mal wieder ein bisschen was forschen, ne? Wo haben wir denn aufgehört? Hier. Machen wir hier weiter. Was ist das hier? Sweepy Dog. Speichert Flüssigkeiten und feste Materialien von Sweepy. Benötigt Energie, um Sweepy aufzuladen. Duplikanten, die Versorgungsaufträge ausführen können, entleeren die Trümmer. Keine Ahnung, was das ist. Aber wir forschen es mal. Sind ja erst anderthalb Stunden. Ja. Grab weiter runter. Oder geht dann auch nicht weg. Naja, beim Erdgas ist es ein bisschen schwierig. Weil Erdgas hat halt eine Temperatur von Kondensation minus 161,5. Und wir sind hier genau im minus 160 Bereich. Das heißt, es ist halt zu knapp dafür, dass es flüssig wird. Na, wir müssten halt... Warte mal, wir können so machen. Wir können hier einfach durchbuddeln. Wenn wir das aufhaben, dann passt das. Aber das Loch brauchen wir halt hier. Auch wenn da ein bisschen Kälte hochzieht, ohne geht's nicht. Ohne kommen wir gar nicht zurecht. Das ist das Problem. So, jetzt müsste das eigentlich... Vielleicht müssen wir hier vorne auch noch so einen luftdurchlässigen Ziegel hinsetzen. Ah, wird schon klappen. Also wenn das jetzt hier gar nicht aufheizt, so wirklich, dann hauen wir einfach die Heizung da durch. Die Lichter hier, die können wir auch einmal hier noch durchziehen. Einmal durch Boden und Decke und fertig. Können wir auch machen.
Was macht das Öl? Ist bei minus 113,9 Grad. Dauert noch. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, wenn man feiern wollte, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin schlüpft vielleicht auch unser neuer Freund dann hier, oder? Warte mal, wie viel macht der? 25 die... Den Zyklus brütet der, ne? Brutschrank? Ah, irgendwie so. Brütung 25 pro Zyklus. Alles klar, wir sind bei 42. Das heißt, 2,5 Zyklen noch, dann haben wir hier Kollege Nummer 2 rumrennen. Ist das nicht schön? Ist das nicht schön? Er ist untätig, zahm, gepflegt und glücklich. So wollen wir das sehen. Gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Freunde. Macht's gut, haut rein und tschüss.